Das ist so, dass man denkt, auf manchen Grundstücken liegt eine gewisse Schwere. Und das kommt dann zum Ausdruck, zum Beispiel, dass Pflanzen sehr langsam wachsen, dass man denkt, mein Gott, das könnte schneller sein. Warum ist es nicht schneller? Nährstoffe sind da. Also es ist nicht so, dass alle verhungern. Die Blätter sind in Ordnung. Aber warum wachsen die so langsam? Und da kommen die Aspekte rein, dass wir, wo wir uns beschäftigen mit dem Energiefeld des Ganzen, also des ganzen Gartens und bemerken, ja, es ist nicht überall gleich. Es ist in manchen Teilen des Gartens ist es in Ordnung. Das sieht man, wie das wächst. Es ist hier zum Beispiel das erste Stück Gartenland, das wir bekommen haben, hier in Santa Maria. Das haben wir jetzt ja fast 2 Jahre in Kultur, nur 2 Jahre in Kultur. Die Nachbarn rechts sind manchmal vielleicht entsetzt, was eben durch den Zaun durchwuchert. Aber ich stelle einfach die Frage, okay, was gibt es links zu essen, was gibt es rechts zu essen? Wir kennen aus verschiedenen Techniken jetzt sowas zum Beispiel. Ich habe das studiert und auch. Also studiert nicht an einer Hochschule, sondern das Verfahren studiert. Das nennt sich Sonic Bloom, das heißt mit Musik zu arbeiten. Der gute Mann hat Erträge erzielt, die weit über dem Durchschnitt lagen. Also er hat geschrieben, ob es nun amerikanische Übertreibung war oder nicht, 300 bis 500% über normal. Das heißt, dieselbe Pflanze in derselben Zeit kann das Zigfache leisten. Das muss man nur wissen. Es liegt nicht an den Pflanzen, es liegt an uns. Das heißt auch an meiner Vorstellungskraft. Das heißt, die Kulturdauer, die ich Ihnen gebe, die werden Sie einnehmen. Wenn ich jetzt sage, hopp, 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 könnte es sein. Also ich muss einfach schauen, die Impulse, das ist ein Zwiegespräch und sage, was braucht ihr? Was ist jetzt hier nötig, dass es vernünftig vorwärts wächst? Und dann ist der Zeitraum nicht mehr so festgelegt. Damit sollte man experimentieren. Aus anderen Bereichen, also wenn man diese Richtung Elektrokultur denkt, das sind Wachstumszeiten, und das war nicht alles Gaukelei. Ein paar Übertreibungen sind beim einen oder anderen dabei, aber das sind Möglichkeiten drin, die man erst sieht, wenn man in solche experimentellen Ansätze geht, die sehr wohl funktioniert haben. Aber natürlich jetzt aufgrund der, ja, wir wissen es, sich nicht durchgesetzt haben, sage ich mal. Und wenn man von da heraus auch das Wissen nimmt, was die Pflanzen leisten können, dann kann man ja mal seine Barrieren dazu vielleicht abbauen und ihnen mehr Leistung zubilligen.